Der Arbeitgeber von Franziska A. ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Die Gesellschaft hat zwei Gesellschafter. Frau A. hat eine Kündigung erhalten, gegen die sie gerichtlich vorgehen möchte. Außerdem beabsichtigt sie, die noch nicht gezahlte Vergütung für geleistete Überstunden einzuklagen. Sie möchte wissen, ob sie die Gesellschaft oder die Gesellschafter selbst verklagen muss. Bei der Klageerhebung muss man tatsächlich sich darüber im Klaren sein, wer der richtige Beklagte ist, sonst kann man da böse Überraschungen erleben. Es ist zum Beispiel wichtig bei der Klagefrist, man muss also den richtigen verklagen, damit man auch die Frist einhält. Wenn man den falschen verklagt, hat man dann möglicherweise die Frist eben nicht eingehalten und sie versäumt und kann schon daraus Nachteile im Prozess erleiden. Wie verhält es sich denn mit dem richtigen Beklagten bei einer GbR? Wenn wie hier der Arbeitsvertrag mit der GbR geschlossen worden ist, dann ist die Gesellschaft, also die GbR, der Vertragspartner, dann auch derjenige, der richtigerweise zu verklagen ist wegen der Kündigung. Die Rechtsprechung hat schon vor vielen Jahren geklärt, dass die Gesellschaft bürgerlichen Rechtes auch rechtsfähig ist. Das heißt, dass sie auch selber verklagt werden kann und klagen kann. Das Arbeitsverhältnis besteht also zwischen dem Arbeitnehmer und der GbR. Und deswegen ist die Kündigungsschutzklage gegen die GbR zu richten. Gilt dies auch für die Überstundenvergütung? Grundsätzlich ja, weil ja auch der Arbeitsvertrag eben zwischen diesen beiden Parteien besteht. Die GbR ist der Vertragspartner. Sie schuldet in erster Linie natürlich auch die Zahlung der Vergütung, also auch der Überstundenvergütung. Und die Gesellschafter der GbR haften allerdings bei Zahlungsverpflichtungen neben der GbR als Gesamtschuldner. Das heißt, ich kann bezüglich der Überstundenvergütung nicht nur die GbR selber in Anspruch nehmen, sondern eben auch die Gesellschafter selbst. Das kann durchaus Vorteile haben. Wir wissen ja noch nicht am Anfang eines solchen Prozesses, ob die Forderung tatsächlich zeitnah beigetrieben werden kann, ob die Gesellschaft, die GbR, über die gesamte Dauer auch liquide sein wird. Es ist also immer besser, mehrere Schuldner zu haben, mehrere zu verklagen, die als Gesamtschuldner haften. Dann kann ich mir am Ende aussuchen, wen ich auch im Rahmen der Zwangsvollstreckung in Anspruch nehme. Und deswegen wäre das hier also so, dass auf alle Fälle sowohl gegen die Gesellschaft als auch gegen die Gesellschafter selber geklagt werden sollte. Muss unsere Zuschauerin also zwei Klagen erheben? Nein, sie muss nicht zwei Klagen erheben, sie muss nur mehrere Anträge in der Klage erheben und das ist also durchaus möglich. Die Klage kann sich durchaus auch gegen mehrere Beklagte richten, auch wenn die Klageanträge teilweise einmal nur den einen, dann den anderen oder alle zusammen betreffen. Das nennt man objektive und subjektive Klagehäufung, aber das wissen die Juristen dann schon, die sich damit befassen. Ist das nicht alles etwas unüberschaubar? Ja, für den Laien möglicherweise schon. Daher ist unserer Zuschauerin ja auch zu empfehlen, das nicht alleine zu machen. Also wenn eine Klage, wer sich vor das Arbeitsgericht alleine wagt, der muss schon einen sehr einfachen Prozessstoff haben, um das dann nachher auch zu bewerkstelligen, um da keine Fehler zu machen. Es ist also schon auf alle Fälle besser, wenn man sich da anwaltlich vertreten lässt, gerade auch im arbeitsrechtlichen Bereich. Da ist auch immer zu empfehlen, das nur nebenbei eine Rechtsschutzversicherung zu unterhalten, die meines Erachtens zu den wichtigsten Versicherungen gehört, damit man da also auch ohne Kostenlast im Rücken den Anwalt hinzuziehen kann, schon wegen der möglichen Nachteile, auch bei der, die sich daraus ergeben können, dass man den falschen Beklagten auswählt, ist das also eine ganz wichtige Sache. Und eine unzureichende Antragstellung kann eben auch schädlich sein für den Ausgang des Verfahrens. Frage und Antwort. Möglicherweise muss ich meinen Arbeitgeber verklagen. An welches Gericht muss ich mich wenden und mit welcher Verfahrensdauer muss ich rechnen? Wenn der Anspruch aus dem Arbeitsverhältnis resultiert, dann ist das Arbeitsgericht in der Regel zuständig, wobei sich die örtliche Zuständigkeit aus verschiedenen Faktoren ergeben könnte. Die Verfahrensdauer ist sehr unterschiedlich. Zumeist ist mit mehreren Monaten Verfahrensdauer zu rechnen, wenn nicht schon in der Güteverhandlung eine Einigung erzielt werden kann. Die Güteverhandlung ist in der Regel in 2 bis 4 Wochen anzusetzen durch das Gericht. Und in ganz vielen Fällen im arbeitsgerichtlichen Verfahren erledigen sich diese Verfahren tatsächlich schon in der Güteverhandlung.